Hey, willkommen zurück am Freitag. Schön, dass du wieder hier bist. Heute soll es darum gehen, wie du ein Meister des Körperkontakts wirst mit Frauen. Körperkontakt ist eine wichtige Sache, wenn du vom Berühren, vom Anfang des Kennenlernens zum Sex kommen willst. Darum geht es im heutigen Video. Viel Spaß dabei. Also, Berühren, Körperkontakt. Zuerst mal musst du wissen, dass Körperkontakt, das Ganze kannst du dir als Treppe vorstellen. Also, man fängt hier unten auf der Stufe an und dann geht es immer weiter höher, so wie wenn du eine Treppe hochsteigst. Du fängst nicht gleich damit an, die Frau an den Arsch zu packen oder der Frau in die Titten zu packen oder die Frau auszuziehen und durchzuficken. Das ist natürlich nicht der erste Schritt, den du gehst, offensichtlich, denn das würde nicht ganz passen, da würde etwas fehlen. Ja, du würdest quasi auf diesem oberen Teil der Treppe anfangen, obwohl du noch nicht mal auf dem unteren Teil der Treppe warst. Was meine ich jetzt mit diesen Treppenstufen? Wenn du jetzt eine Frau datest, dann ist es natürlich erstmal wichtig, zum Grundverständnis für Körperkontakt, dass du mit Sachen anfängst wie Berührung am Oberarm, Berührung am unteren Rücken, Berührung am oberen Rücken, ja, Berührung auf dem Bein, auf dem Oberschenkel. Einfach entspannte Berührungen, die erstmal Körperkontakt aufbauen. Ja, Umarmung, wenn man sich begrüßt und so weiter. Das sind sehr harmlose Körperkontaktgesten, die aber dafür sorgen, dass die Frau sich schon mal daran gewöhnt, dass ihr jetzt und auch in Zukunft Körperkontakt haben werdet. Denn wenn du gleich aufs Ganze gehst und sie küsst, ohne sie vorher berührt zu haben, dann kommt es einfach komisch und fühlt sich unkorrekt an, weil du nicht diese Treppenfunktion, so nenne ich es mal, mit ihr gegangen bist. Also denk dran, es ist immer wie eine Treppe und achte auch darauf, wenn du Körperkontakt aufbaust. Jetzt will ich mal zu dem Punkt kommen, der eigentlich hier im Video gemacht werden sollte. Nämlich fragen mich immer viele Männer so, okay, wie schaffe ich es denn jetzt, Körperkontakt aufzubauen? Was ist denn der perfekte Zeitpunkt? Wie sorge ich denn dafür, dass es nicht komisch wird, Körperkontakt aufzubauen? Also erstmal musst du wissen, dass du dir nicht so viel Stress machen musst, was den Körperkontakt angeht. Manche Männer denken tatsächlich, dass wenn sie jetzt auf dem ersten Date keinen Körperkontakt aufbauen, dass sie dann in der Freundschaftsschiene landen oder ähnliches. In der Freundschaftsschiene landest du aufgrund anderer Sachen nicht, weil du keinen Körperkontakt aufgebaut hast. Du musst dir darum also keine Sorgen machen. Es ist jetzt nicht so, dass du auf Teufel komm raus so schnell wie möglich Körperkontakt aufbauen musst. Nein. Aber ich will dir eine Vorgehensweise empfehlen, die ich auch selber immer mehr praktiziere und die ich für sehr effektiv halte. Wenn ich manchmal Leuten oder wenn Leute mich manchmal fragen, wie sie an den Punkt kommen können, dass sie es ihnen super einfach fällt, Frauen anzusprechen, dann sage ich zu ihnen, hey, schau mal, sprich halt nicht nur Frauen an, sondern mach es dir zur Gewohnheit, dass du in deinem Alltag, in deinem kompletten Leben allgemein mit vielen fremden Leuten redest. Quatsch mit der Kassiererin an der Kasse, auch wenn es nur kurz ist. Quatsch mit dem Opa, der neben dir an der Ampel steht, wenn er irgendwas Interessantes in der Hand hat. Mach es dir zur Gewohnheit, mit Leuten, die du nicht kennst, zu sprechen und wenn es nur kurz ist. Das sorgt dann dafür, dass du irgendwann merkst oder dein System irgendwann merkt, oh okay, mit fremden Leuten zu quatschen, das ist ganz normal für mich. Und dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Und dann kommt es auch nicht mehr komisch rüber. Ist ja klar, dass wenn irgendwas für dich in deinem Kopf absolut selbstverständlich ist, du es auch selbstverständlich rüberbringen kannst. Ja, stell dir vor, du umarmst seit 2 Jahren deine Freundin oder na sagen wir, du gibst seit 2 Jahren deiner Freundin einen Kuss auf den Mund, wenn ihr euch seht. Natürlich ist es eine absolute Routine. Natürlich ist es absolut verständlich, selbstverständlich für dich, dass du ihr einen Kuss auf den Mund gibst. Und nichts daran könnte komisch sein, weil du machst es mit purem Selbstverständnis. Natürlich ist es absolut selbstverständlich, dass, keine Ahnung, wenn du zu Hause bei deinen Eltern bist, du, weiß nicht, einfach an die Schränke gehst, dir was aus dem Kühlschrank holst oder keine Ahnung, wie das bei dir zu Hause läuft. Aber was auch immer da etabliert wurde, das ist einfach eine pure Selbstverständlichkeit, weil das so oft gemacht wurde. Und genau an den gleichen Punkt musst du kommen. Deswegen sage ich immer, sprich mit allen Leuten. Hier geht es jetzt aber um Körperkontakt und ich gebe dir den gleichen Tipp. Bau allgemein mit allen Menschen mehr Körperkontakt auf. Mach es dir zur Gewohnheit, ein Mensch zu sein, der viel Körperkontakt aufbaut, der viel körperlich ist. Mit Frauen und mit Männern. Und ja, ich höre schon alle Leute schreien, oh mein Gott, mit Männern Körperkontakt aufbauen, soll ich jetzt schwul werden? Nein, das ist nicht das, was ich meine. Natürlich baust du mit Männern eine andere Art von Körperkontakt auf. Und ich weiß, viele Männer haben große Angst davor, Freunde von ihnen zu berühren oder was auch immer. Was einfach, ja, also das ist ein Thema für ein anderes Video. Aber glaub mir eins, wenn du extreme Probleme, was den Körperkontakt, jetzt normalen Körperkontakt mit Männern angeht, hast, dann hast du auch extreme Probleme, was Körperkontakt mit Frauen angeht. Also ich meine mit normalem Körperkontakt, einen Kumpel zum Arm, einen Kumpel irgendwie mal in den Arm zu nehmen, wenn es ihm schlecht geht, ihm auf die Schulter zu klopfen, keine Ahnung. Wenn das schon bei dir Chaos auslöst, dann wirst du Riesenprobleme mit Frauen und Körperkontakt haben. Deswegen mach es dir mal zur Gewohnheit oder gewöhn es dir an, mit allen Leuten sehr körperlich zu sein. Natürlich nicht mit komplett fremden Leuten im Sinne von, du umarmst einfach irgendwen in der U-Bahn. Das meine ich jetzt nicht. Aber schon relativ schnell mit Leuten Körperkontakt zu etablieren. Und natürlich meine ich das auch im Sinne einer Treppenfunktion. Na, natürlich sollst du jetzt nicht mit fremden Typen irgendwie direkt dich umarmen oder so. Nein, du sollst erstmal den Körperkontakt aufbauen, der am Anfang
passend wirkt. Ja, das sind so Berührungen hier am Oberarm, Berührungen hier auf dem oberen Rücken, Berührungen hier auf dem unteren Rücken oder zum Beispiel auf dem Oberschenkel. Also ich meine sowas wie, du sitzt mit jemandem gegenüber, ich sag jetzt mal einem Typ, das kann aber auch eine Frau sein, und du erzählst irgendwas und dann packst du ihn kurz auf das Oberschenkel, um irgendwas zu betonen, so, ah, da war das so und so und so und so und dann wieder weg. Es geht um kurzen Körperkontakt. Oder du triffst einen alten Kumpel, du umarmst ihn zur Begrüßung und dann steht ihr da und quatscht mit einem anderen Kumpel und während du irgendwas sagst, klopfst du ihm leicht auf die Schulter und sagst, ja, da haben wir auch was Geiles erlebt letzte Woche, als wir da waren. Weißt du noch, das war mega geil. Nimmst ihn kurz im Arm und lässt ihn dann aber auch wieder los. Kleine Sachen, kleiner Körperkontakt. Mach es dir zur Gewohnheit, Menschen zu berühren. Denn dann wird es selbstverständlich für dich. Und in dem Moment, wo es selbstverständlich für dich geworden ist, brauchst du dich auch nicht mehr zu fragen, wie soll ich es jetzt bei einer Frau machen? Ja, wenn diese Basics, diese anfänglichen Treppen, selbstverständlich für dich sind, dann wird alles danach viel einfacher. Natürlich sollst du jetzt nicht jede Frau direkt am Arsch fassen und jeden Mann irgendwie betatschen oder so, damit du auch alle anderen Treppenstufen selbstverständlich lernst. Nein, es geht um diese Basic. Es geht darum, das Berühren von fremden Leuten oder Berühren, nicht von fremden Leuten, aber Berühren von Leuten, die du kennst oder vielleicht auch neu kennenlernst, dass es eine gewisse Normalität hat. Und ja, das ist mit einem gewissen Lernprozess verbunden, bedeutet, dass du sicherlich Fehler machen wirst und dass es sicherlich auch mal negatives Feedback gibt, aber das gehört dazu, denn so ist oder war ja auch der Lernprozess beim Frauenansprechen. Da hast du auch Dinge gemacht, die haben nicht funktioniert, dann hast du sie anders gemacht. Das gehört einfach dazu. Gewöhne es dir an, mehr Körperkontakt aufzubauen. Wenn du mich mal persönlich triffst, wenn du mal mit mir im Coaching bist oder irgendwas in der Art oder beim Vortrag von mir bist, dann wirst du merken, ich bin allgemein ein sehr körperlicher Mensch. Das habe ich mir angewöhnt und dadurch fällt es mir unglaublich leicht, körperlich zu sein. Ich bin körperlich mit jedem. Mit meinen guten Freunden bin ich sehr körperlich, mit meinen männlichen Freunden auch. Mit meinem guten Kumpel, wenn ich zu Hause bin, wir haben es lange nicht gesehen, dann chillen wir in seinem Bett, gucken wie Serie, dann kuscheln wir so ein bisschen und quatschen so ein bisschen. So für andere Männer ist das so unvorstellbar. Für mich ist es einfach ganz natürlich, mit Leuten, die ich mag oder Leuten in meinem Leben, Körperkontakt aufzubauen oder auch nahen Körperkontakt. Das macht mich auch sehr unabhängig, der Körperkontakt mit Männern gegenüber dem Körperkontakt mit Frauen. Und das gibt mir die Möglichkeit, auch keine Angst vor Körperkontakt in irgendeiner Form zu haben. Ja, heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche schwulen Sexorgien feiere, das ist nicht der Punkt. Aber Körperkontakt zu anderen Menschen sollte ganz normal sein. Mal davon abgesehen, dass es sehr gesund ist, wenn du einen gesunden und guten Körperkontakt mit anderen Leuten pflegst, weil es einfach für deine Psyche, für deine geistige Gesundheit sehr wichtig ist. Und wenn du Probleme mit Körperkontakt hast, dann hast du auf jeden Fall auch massive Probleme im Umgang mit anderen Menschen im Allgemeinen. Deswegen mein Tipp an dich, wenn du wirklich ein Körperkontaktmeister werden willst, dann gibt es nur einen einzigen Weg. Um ein Körperkontaktmeister zu werden, da bringt es nichts, wenn du eine Frau datest, anfängst mehr Körperkontakt zu machen. Wenn du ein Meister im Körperkontakt werden willst, jemand, der wirklich weiß, wann es angebracht ist, jemand, der das einsetzen kann mit absoluter Selbstverständlichkeit, dann musst du Körperkontakt mit allen Menschen aufbauen. Das muss dein Ding werden. Du musst quasi als der Typ bekannt sein, der schon viel Körperkontakt aufbaut, aber auf eine positive Art und Weise. Und dieses Positive, das lernst du eben mit der Zeit und indem du Fehler machst und auch mal negative Dinge. Das ist mein Rat an dich, wenn du gut im Körperkontakt werden willst. Ist eine Reise, aber dann wirst du ein richtiger Meister und dann kannst du diesen Bereich für dich richtig ownen. Und wenn du guten Körperkontakt oder wenn du viel allgemein mit Menschen Körperkontakt aufbaust, dann hat es auch eine gewisse Art von so Dominanz. Also wenn eine Frau zum Beispiel sieht, dass du mit allen Leuten sehr körperlich nahe bist oder immer so Körperkontakt mit denen aufbaust, das wirkt sehr gut auf Frauen und das Berühren an sich wirkt natürlich auch sehr anregend auf Frauen. Frauen mögen es, wenn sie von Typen berührt werden, gerade wenn sie auch die Typen mögen. Natürlich, wenn sie sich nicht abkönnen, dann natürlich nicht, aber dann würden sie auch nicht mit dir reden. Von daher erübrigt sich das. Soviel zum Thema Körperkontakt und ein Meister darin werden. Wenn du Fragen dazu hast, Themenvorschläge in die Kommentare. Links neben mir, abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast. Unter mir bewirbst du dich für einen der letzten Plätze im 3-Monats-Coaching für dieses Jahr. Die sind nämlich bald weg. Da gucken wir uns an, dass du eine Freundin findest, dass du mehr Sex hast, was auch immer deine persönliche Zielsetzung ist, das realisieren wir in diesen 3 Monaten. Ich habe mittlerweile Erfahrung mit über 100 Live-Coachings, über 1000 Online-Coachings. Ich habe tausende Männer begleitet auf diesem Prozess und weiß genau, was da wichtig ist. Unten rechts kommst du zu einem weiteren Video, das an dieses Video anknüpft. Schau unbedingt vorbei, wenn du das Video gesehen hast und es dir gefallen hat. Übermorgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao.